So, da sind wir jetzt also auf Sendung und wir haben das angekündigte Interview. Ich begrüße in der Leitung den Teamchef vom Racing Team Germany, Dirk Heidolf. Ich grüße dich, Dirk. Hallo, ich grüße auch zurück. Guten Morgen. Dirk, die neue Saison steht an. Was gibt's Neues vom Sachsenring? Wow, was gibt's Neues? Also bei uns liegen unglaublich viele Zentimeter Schnee und wir sind schon fast auf dem Weg nach Spanien zu den nächsten Tests. Ja, apropos Spanien, ihr habt ja eure ersten Tests schon gehabt, Jerez, um den 19. bis 21. Februar und man hörte recht viel Gutes. Ja, ich denke schon, dass das sehr zufriedenstellend war. Wir haben bei den normalen Wintertests, wie sie auch bisher wieder waren, viele Sachen probiert, haben auch einige Probleme gehabt, aber summa summarum haben wir es dann trotzdem bei zumindest Massenbedingungen auf den Punkt bringen können und waren Schnellster und Siebter. Also das war sehr, sehr zufriedenstellend. Man spricht ja immer sehr schnell vom Regenfahrer und von Schönwetterfahrer. Du hast auf jeden Fall zwei Regenfahrer, denn mit dem ersten und dem siebten Platz in den Tests, das lässt sich ja gut an. Also ich denke, die sind alle beide im Regen sehr schnell, das hat man letztes Jahr schon gesehen, aber auch im Trockenen sind wir auf einem guten Weg, dass wir ähnliche Platzierungen oder annähernde Platzierungen auch einfahren können. Wir brauchen jetzt die nächsten Tests, also das heißt, die nächsten 5-6 Tage, die jetzt nochmal angesetzt sind in Jerez, brauchen wir nochmal, um ein paar Abstimmungsänderungen zu machen und die Motorräder den Fahrern besser anzupassen. Und dann denke ich, dann sind wir gut dabei. Wir schauen mal auf dein Team. John McPhee und Jack Miller. Miller war ja im Regen Erster und Fee war Siebter. War es so richtig? Erster Mal, ja? Das ist so richtig, ja. Hast du eine Nummer 1 vergeben in deinem Team? Nein, bei unserem Team wird niemals eine Nummer 1 vergeben. Es fahren alle beide mit dem identisch gleichen Material und dann müssen die Jungs natürlich zeigen oder das selber auf der Strecke ausmachen, wer jetzt der Schnellere ist. Aber es bekommen alle beide die gleiche personelle und natürlich auch materielle Unterstützung. Ihr fahrt in der Moto3 und seid jetzt ja schon im dritten Jahr das beste Privatteam, beste private Rennstall. Wie fühlt sich sowas an? Ja, das ist eigentlich, das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich denke, dass wir jedes Jahr wieder aufs Neue zeigen und natürlich auch beweisen, dass wir eine gute Arbeit machen, eine solide Arbeit machen. Und wir als kleines Privatteam ist vielleicht der Vorteil, dass wir einfach etwas mehr in die familiäre Richtung gehen wie beim großen Werksteam, wo natürlich viele unterschiedliche Charaktere, viele unterschiedliche Personen da am Arbeiten sind. Vielleicht ist das der große Unterschied, ich weiß nicht. Aber ist es nicht auch verdammt schwer? Ich meine, ihr seid 3 Jahre jetzt auch immer unter den Top Ten. Ist es nicht auch verdammt schwer, gerade in der Materialschlacht mit den Werksfirmen mitzuhalten? Ja, definitiv. Man muss trotzdem aber sagen, dass wir wirklich zuverlässige und gute Partner haben. Wir haben gute Mechaniker, gute Techniker bei unseren Motorrädern, die immer mit dem offenen Auge auch durchs Fahrerlager laufen, sich natürlich auch mit den Augen viele Sachen abkopieren oder viele Sachen in Anführungszeichen so ein bisschen abschauen und dann versuchen, in der Eigenregie das zu produzieren oder anzufertigen. Ich denke, da sind wir bis jetzt sehr, sehr gut gefahren und hoffe auch, dass das in der Zukunft so bleibt. Aber nochmal, es ist nicht ganz so einfach, mit den Werksteams damit zu halten, das stimmt. Dirk, wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine kleine Serie starten dürfen, dass wir dich wöchentlich begleiten dürfen, unser Interview führen können zu eurer Arbeit da draußen. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Wie sind die nächsten Schritte aus? Also bei uns ist es so, dass wir am Samstag machen wir uns auf den Weg nach Spanien. Da stehen ja die restlichen Irta-Tests, also die restlichen Tests stehen an. Das ist nochmal in Jerez und da wird dann alles verpackt. Dann geht's 14 Tage später, ist dann das erste Rennen in Katar und von Katar geht es dann direkt auch gleich weiter nach Austin. Also das heißt, wir haben jetzt die nächsten Wochen und der nächste Monat ist dann schon wirklich vollgestopft. So, das wollen wir natürlich einem Team nicht vergessen, den guten Max Kappler. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als wir zur Teamvorstellung waren, wie der kleine Kerl da vor der großen Maschine stand. Man mochte gar nicht glauben, dass er damit umgeht. Jetzt wird auch er in der Moto3 in der EDM starten, ja? Ist das so erstmal richtig? Das ist richtig, ja. Max ist zurück bei uns im Team und fährt bei uns im Team die letztjährige Maschine von Luis Rossi in der Moto3-Klasse. Und ihr rechnet euch was aus, denn er hat ja auch im letzten Jahr hervorragend abgeschnitten? Ja, ich denke, der Druck ist allgemein schon groß für ihn, weil jeder sagt, Mensch, er fährt auf ein Grand Prix-Sieger-Motorrad. Voriges Jahr unser Motorrad hat einen Grand Prix-Sieg eingefahren beim Heimrennen von Lewis in Le Mans.
Und deswegen, wir machen ihm natürlich keinen Druck. Ich denke, er macht sich selber Druck und der Druck kommt von draußen. Aber natürlich, er muss was beweisen, auch zeigen. Was die Fans natürlich auch interessiert, es gab ja im letzten Jahr einen großen Hickhack um den Sachsenring. Wie sieht's aus? Gibt es jetzt neue Strukturen? Das wird durch euren Verein selbst geführt. Ist das so erstmal, kann man das so erstmal formulieren? Ich glaube, wie die genaue Sachlage oder der genaue Stand zum Sachsenring ist, weiß ich nicht. Es geht natürlich weiter. Es ist auch jetzt der mehrjährige Vertrag ist beschlossen. Zwischen der Sachsenring Management GmbH, also dieser SAM, und dem Grand Prix-Veranstalter. Natürlich, der ADAC wird sich wohl auch wieder mit beteiligen, aber genau in die Sachen bin ich nicht involviert, wie weit es da, sag ich mal, vertraglich oder inhaltärisch geregelt ist. Ich weiß nur, dass der Grand Prix für die nächsten Jahre am Sachsenring stattfinden wird. Das ist ja schon mal eine große Sache. Ihr habt ja im letzten Jahr wohl 245.000 Zuschauer dort gehabt. Ja, trotz des schlechten Wetters, muss man sagen, ist das halt jedes Jahr wieder ein neuer Zuschauerrekord. Wie fühlt man sich da als Heimteam? Ach, gut fühlt man sich da. Da fühlt man sich natürlich besonders gut. Da geht man mit breiter Brust dahin, wird von jedem gegrüßt und setzt die Streckenposten, wenn man da vorbeiläuft, guten Morgen und wie geht's und noch einen kurzen Smalltalk. Also ist eine sehr, sehr tolle Geschichte, entspannte Geschichte und natürlich unter Heimrennen, das motiviert noch mehr. Dirk, nun wollen wir natürlich von dir auch wieder hören. Ihr wollt sicherlich wieder unter die Top 10 als erklärtes Ziel? Ja, also für unsere Zielsetzung ist ganz klar, so auch im letzten Jahr, wir wollen alle beide Fahrer so schnell wie möglich in die Top 10 bringen und wir möchten natürlich hier und da auch für ein Highlight sorgen. Weckt das auch Begehrlichkeiten von den großen Stellen, wo es ganz große Geld ist? Denn man sieht ja immer wieder, die Kleinen sind ja gezwungen, dann immer fast immer auf neue Fahrer zurückzugreifen. Wie ist das jetzt mit diesen beiden? Sind die längerfristig gebunden oder kann man das im Rennsport allgemein nur ein Jahr machen? Also meistens ist es so, dass die Fahrer immer nur ein Jahr gebunden werden. Das ist auch jetzt wieder so bei uns, aber jetzt schauen wir mal. Das ist meistens, dass man Mitte des Jahres dann schaut, wie ist allgemein die Zusammenarbeit und wie funktioniert überhaupt das neue Teamgefüge? Und dann setzt man sich zusammen und versucht da relativ schnell und zügig da auch wieder eine Lösung oder eine Möglichkeit für die neue Saison zu finden. Ja, Dirk, nun zu dir persönlich. Du bist ja nur einer der renommiertesten Rennfahrer im Straßenrennsport Deutschlands, kann man so sagen. Auch einer der erfolgreichsten. Juckt es denn auch bei dir manchmal noch? Sicher. Das ist auf jeden Fall schon eine andere Aufgabe, wenn man als Teamchef oder Teammanager da außen steht und zuschaut, natürlich deine Ideen und Tipps da weitergibt an die jungen Leute, aber natürlich, es tut auf jeden Fall. Das heißt, du setzt dich auch mal auf die Maschinen? Ja, drauf sitzen im trockenen Zustand oder wenn sie in der Box stehen, ja, ab und zu schon. Sonst ist zurzeit relativ wenig Zeit oder wenig Möglichkeit, weil für mich die Hauptaufgabe ist, einfach das Team zu führen und natürlich halt die Fahrer bestmöglich zu unterstützen, Tipps zu geben, wie man noch schneller werden kann. Gibt es einen großen Unterschied zu den Maschinen früher? Wie ist da die Entwicklung? Ja, definitiv. Also der Trend, da ist natürlich, also es ist ein sehr, sehr großer Unterschied und eine sehr, sehr große Abwechslung bei den Motorrädern und natürlich das Motorenkonzept ist jetzt ein anderes geworden. Deswegen, es ist eine sehr interessante Geschichte, eine sehr komplexe, aber schon eine andere Gangart und natürlich auch eine andere Ausrichtung wie zu den Jahren, wo ich selber noch gefahren bin. Dirk, wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu informieren, was da bei euch so draußen läuft und wir werden euch verfolgen und über die Saison begleiten und freuen uns sehr auf diese Möglichkeit, hier auch wöchentlich das Interview zu führen. Alles klar, schöne Grüße an die Zuhörer und bis die Tage. Tschüss. Viele Grüße an den Sachsenring. Ciao.